Und schon jetzt wissen wir, die vorausgesagte Erholung in diesem Jahr wird nicht ausreichen, um wieder auf Vorkrisenniveau zu kommen. Und das zeigt die Dimension, mit der wir es zu tun haben. Heute haben wir Heinrich Hasis hier, der reden wird über Niedrigzins und Auswirkungen auf Wohlstand und Kreditinstitute. Vielen muss ich Herrn Hasis ja gar nicht vorstellen, denn er ist der langjährige Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes bis 2012, als er dann pensioniert wurde. Das Finanzwesen Deutschlands und der Welt besser kennt als kaum jemand sonst. Und von ihm möchten wir eben jetzt heute hören, wie die Sparkassen überhaupt noch ihr Geschäft machen können in einer Zeit, wo sie keine Zinsen mehr verdienen. Manchmal kommt es einem vor, als ob schon ewig wäre. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir in Deutschland einen fabelhaften Aufschwung erlebt. Einen Aufschwung, wie wir ihn überhaupt nie kannten, 10 Jahre lang. Man hatte aber so das Gefühl, langsam kommt er an die Kippe. Er zeigte so ein bisschen Überreife. Im verarbeitenden Gewerbe war auch schon ein bisschen zu befürchten, dass eine Rezession beginnen könnte. Dann kam aber der Bruch durch. Seitdem wird nun immer wieder die Frage gestellt, was ist schlimmer, der Einbruch durch Corona oder die Finanzkrise 2008? Nach meiner Meinung lassen sich beide Ereignisse nicht gut vergleichen, weder in ihrem Anlass noch im Verlauf noch in der Wirkung. Der Konjunkturverlauf in der Finanzkrise gleicht einem spitzen V, schnell runter, schnell rauf. Im dritten Quartal sank das BIP um 4,7% und schon im vierten Quartal war die deutsche Wirtschaft aber wieder leicht im Plus. Und sie erholte sich im Jahr 2009 zusehends. Eine zweite oder gar dritte Krisenwelle gab es gar nicht. Das ist ja jetzt bei Quartal anders. Im zweiten Quartal des letzten Jahres haben wir minus 9,8%, also einen heftigen Absturz. Im dritten Quartal gab es gleich wieder ein Plus von 8,2%, also deutliche Erholung. Aber mit der zweiten Welle seit Spätherbst wird das V jetzt eher zu einem W. Und wenn es schlecht läuft, dann schließt sich an das V vielleicht ein ausgedehntes U an. Jedenfalls leiden jetzt zahlreiche Branchen unter den erforderlichen Kontakteinschränkungen, vor allem Touristik, Gastronomie, nahezu alle Teile des Präsenzhandels. Und schon jetzt wissen wir, die vorausgesagte Erholung in diesem Jahr wird nicht ausreichen, um wieder auf Vorkrisenniveau zu kommen. Und das zeigt die Dimension, mit der wir es zu tun haben. 2008 war zunächst eine Krise der Finanzwirtschaft. Sie betraf zuerst wenige global agierende Finanzdienstleister. Und sie ging dann von dort, von den Finanzmärkten auf Teile der Realwirtschaft über, aber anfangs hauptsächlich auf global agierende Großunternehmen, weil sie Refinanzierungsprobleme hatten. Hingegen verursacht direkt einen Einbruch der Realwirtschaft, vor allem in den kontaktabhängigen Bereichen, im Einzelhandel und das in der ganzen Breite unzählige mittlere, kleinere Firmen. Ich glaube deshalb, dass unsere Innenstädte nach zum Teil etwas anders aussehen werden als vorher. Auch manche Dinge, die die Infrastruktur betreffen. Diesmal ist die Kreditwirtschaft aber nicht das Problem wie bei der Finanzkrise, sondern diesmal ist die Kreditwirtschaft in der Rolle des Problemlösers. Einerseits durch eine schnelle und sichere Finanzinfrastruktur, also auch in Zeiten des umfassenden Lockdowns gibt es keinerlei Einschränkungen. Andererseits durch kräftige Ausweitungen eigener Kredite und auch die Durchleitung und Weiterleitung der großzügigen öffentlichen Hilfen, die beschlossen worden sind. Und nicht zuletzt durch Kreditstundungen als temporäre Entlastung für die Firmen. Allein die Sparkassen haben in den letzten 10 Monaten des vergangenen Jahres 59 Milliarden zusätzliche Kredite aus eigenen Mitteln ausgereicht. Oder wenn man es aufs ganze Jahr nimmt, hat mein Nachfolger Schlewey es dieser Tage bekannt gegeben, 14% mehr, also 106 Milliarden Euro insgesamt an gewerblichen Kredit. Und in über 400.000 Fällen sind fällige Kreditzahlungen gestundet worden. Aber noch etwas anderes ist entscheidend in 2020. Die Pandemie verursacht neben wirtschaftlichen Verwerfungen auch ein hohes Maß an persönlicher und gesellschaftlicher Belastung. Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung führt zu einer deutlichen Konsumzurückhaltung. Über 60 Milliarden Euro haben darauf Sparkassenkunden an zusätzlichen Einlagen im letzten Jahr bei den Sparkassen in Deutschland hinterlegt. Wo Menschen im Wesentlichen zu Hause bleiben, kann der Konsum nicht angereizt werden. Eine Aquaprämie etwa, wie 2009 lief er heute schon deshalb fehl, weil er niemand ein Autohaus besuchen wird oder kann. Jenseits von Finanzhilfen für die betroffenen Unternehmen verfügen deshalb heute weder die Finanz-
noch die Geldpolitik über wirksame Mittel, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie einzudämmen. Auch die zwischenzeitliche Mehrwertsteuersenkung, die einen Kaufanreiz setzen sollte, hatte ja kaum spürbare Effekte. Die Ursache, der Verlauf und die Bewältigung der aktuellen Krise sind also deutlich anders als in der Finanz- und nachfolgenden Euro-Krise. Anders als in der Finanzkrise ist die Geldpolitik in der Pandemie nicht der entscheidende Akteur. Sie konnte bestenfalls begleitend wirken, die Stabilität der Finanzmärkte stützen und den Kreditfluss an die Realwirtschaft rückversichern. Das allerdings hat sie auch sehr schnell getan. Und das hatte drei positive Effekte. Erstens, Spielräume der öffentlichen Hand für nationale wie europäische Hilfsprogramme wurden wesentlich erweitert. Der Bund hat allein letztes Jahr über 400 Milliarden Anleihen am Finanzmarkt aufgenommen. Krisenbedingt zusätzliche Liquidität und der Kreditbedarf des Unternehmenssektors konnte voll bedient werden, ohne dass es an den Finanzmärkten zu einer Liquiditätsklemme gekommen ist oder dass diese überhaupt einmal befürchtet werden musste. Und zum Zweiten, es konnte ein Übergreifen der realwirtschaftlichen Schwierigkeiten auf den Finanzsektor verhindert werden. Natürlich werden wir im Laufe dieses Jahres Kreditausfälle sehen. Wir wissen, einiges ist ja durch Aussetzen der Insolvenzpflicht bisher nur verschoben worden und das muss ja irgendwann ein Ende haben, möglichst bald im neuen Jahr. Das heißt, diese Ausfälle werden im Laufe des Jahres 2021 spürbar und sie werden einige Banken auch deutlich belasten. Bei den Sparkassen in der Breite ist aber meine Erwartung, dass die in den letzten Jahren aufgebauten hohen Rücklagen dafür auskömmlich sein werden. Wir haben ja jetzt 10 Jahre Hochkonjunktur gehabt, keine Wertberichtigung, keine Abschreibungen auf Kredite. Und das haben die Sparkassen genutzt, um neue Rücklagen anzusammeln. Es ist vielfach vielleicht nicht so sehr bekannt, dass der eigentliche Jahresüberschuss, der ausgewiesen und gezeigt wird, nicht die interessanteste Zahl ist, sondern die Vorsorgereserven, die bereits vor der Ausweisung des Jahresüberschusses abgezogen sind. Hier hatten die Sparkassen nacheinander etwas über 4 Milliarden jedes Jahr in solche Vorsorgereserven gepackt. Also sie haben sich praktisch so verhalten, eben Wertberichtigung notwendig wäre, nur haben sie das der Reservebildung zugeführt. Also wie wenn es Kreditausfälle gegeben hätte.